Hallo, hier ist wieder der Christoph und heute zeige ich dir, wie du deine Abschlussarbeit äußerlich ein bisschen aufpeppen kannst. Wenn deine Masterarbeit, Bachelorarbeit oder Dissertation optisch rausstechen soll, hast du mehrere Möglichkeiten, sie veredeln zu lassen. Ein Cover mit farbigem Umschlag. Das ist unser Standardprodukt für Softcover, ein strukturierter Umschlag, der in 7 unterschiedlichen Farben verfügbar ist. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass auf diesen Umschlag nur in reinem Schwarz in Form von Text oder Vektorgrafiken gedruckt werden kann. Die strukturierte Oberfläche ist für farbigen Text oder Fotos ungeeignet. Falls du aber unbedingt Farbe oder Fotos drauf brauchst, gibt es hierfür ein Cover mit individuellem Umschlag. Die Variante ist sowohl für Soft- als auch Hardcover-Bücher geeignet. Der Umschlag ist hier frei gestaltbar und kann sowohl farbig als auch mit Bildern und Fotos bedruckt werden. In unserem Download-Bereich findest du Vorlagen zum Gestalten deines individuellen Umschlags. Wie du diese Vorlage genauer anwendest, das erklären wir dir in einem anderen Video. Zellophanierung. Auch das kann man für Soft- und Hardcover-Bücher verwenden. Beim Zellophanieren wird eine Folie unter hoher Temperatur auf den Umschlag gepresst. Je nachdem, welche optische Beschaffenheit dein Umschlag haben soll, kannst du wählen zwischen Glanzfolie, Mattfolie und Soft-Touch-Folie. Hat deine Arbeit einen vollflächigen dunklen Hintergrund, empfehlen wir dir keine Soft-Touch-Folie, da das Produkt für äußerliche Einwirkungen sonst zu empfindlich wird. Sleeking. Als Sleeking bezeichnet man das glanzvolle Veredeln von Text- oder Vektorgrafiken. Egal, ob du Gold, Silber, Bronze, Blau, Rot oder Weiß bevorzugst zum Veredeln deines Covers, bei uns hast du die Auswahl. Um eine Sleeking-Veredelung überhaupt durchführen zu können, ist vorher eine Zellophanierung notwendig. Du kannst dann zwischen Soft Touch oder Matt Cello wählen. Eine Glanzfolie ist aufgrund von technischen Aspekten nicht mehr möglich. Du siehst, die Palette an Veredelungsmöglichkeiten für deine Abschlussarbeit ist groß. Aber für welche entscheidest du dich? Bis dahin sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!